Knight und Poike Kronos, die beiden Wallmann-Pferde, wollen da nach vorn. Aber in der Mitte kann es die vier besser. Das ist Bear Summit. Chelsea Boko und Digital Ink an der Außenseite. Auch Kopf an Kopf sozusagen. Poike Kronos an der Innenseite. Da wird Digital Ink zurückgenommen. Da nimmt auch Bear Summit zurück. Und vorne ist erstmal Noble Knight. Noble Knight. Außen wird Chelsea Boko gebracht. Noble Knight. Und Chelsea Boko rückt außen auf. Und da denke ich mal, da wird Noble Knight nicht dagegen halten. Chelsea Boko zieht hier nach vorn und da rückt Digital Ink natürlich nach. Da will er nicht abwarten. Der Johnny Tucker, der kommt mit Digital Ink und Chelsea Boko, Digital Ink. Jetzt sind sie beide Kopf an Kopf, die 6 und die 7. Und da bleibt Contour erstmal vorn, denn auch Digital Ink wird da erstmal ein wenig aufgenommen. Dahinter die 3 Noble Knight, dahinter Poike Kronos, außen geht Bear Summit, dann Barracuda River und am Ende dieses Feldes das Paar System Performance von außen in Digis, noch 1000 Meter bis zum Ziel. Das ist ein hartes Rennen für die 7 für Digital Ink. Vorne ist Chelsea Boko. Chelsea Boko Noble Knight an der Innenseite. Digital Ink außen mit Bear Summit, dann Barracuda River und Indigious. Pace zieht wieder an. Die 6 Chelsea Boko. Chelsea Boko und Digital Ink. Noble Knight an der Innenseite. Bear Summit außen mit, soll ich jetzt sagen, mit Problemen? Kann man nicht sagen. Chelsea Boko, Digital Ink, die beiden machen sich jetzt da auf dem Staub. Da ist jetzt Poike Kronos in einer guten Position. Noble Knight und Poike Kronos. Poike Kronos wird da herausgenommen von ganz außen und auch Noble Knight wird herausgenommen. Digital Ink an der Außenseite, Digital Ink und innen geht Chelsea Boko. Dann kommt Indigious mit einer Schlussleistung. Digital Ink, Digital Ink, Digital Ink, Chelsea Boko und dann Indigious mit toller Schlussleistung auf den dritten Platz. 7, 6 und dann die 8. Was für ein tolles Rennen.